Und wie war's? Gut. Geh ich dem Hausmeister. Maler kommen in einer Stunde. Wie ist er denn gestorben? Hat er eine Kugel durch den Kopf gejagt? Keine Familie. Jedenfalls keine, die sich um ihn gekümmert hat. Hier, Ungespritzte gab's nicht mehr. Ich will sie auch nicht essen. Danke. Schönes Wochenende dir. Moment! Sowieso nichts vor. Ich hol dich dann ab. Bis morgen. Tschüss. Komm sofort! Komme! Immer muss man auf dich warten. Wenn du Judith schon am Wochenende für dich Inventur machen lässt. Aber musst du immer an mir rummeckern? Macht ja sonst keiner. Ich bin deine Frau, das bringt auch Verpflichtungen mit sich. Und? Oh, wie hast du denn mit ihm aus? Er bezahlt mich dafür. Rutsch rüber. Hast du das gehört? Und was krieg ich? Mich und das Haus läuft auf deinen Namen? Der nimmt es auf. Du, wir wollen am Wochenende mit dem Boot rausfahren. Willst du nicht mitkommen? Klar kommt sie mit. Kannst du doch mal fragen. Judith, hast du Lust am Wochenende? Wozu denn? Sie hängt doch eh nur alleine ab. Dombrowski? Du, die mit Käse sind für dich. Danke. Moment. Kleine Planänderung, wir haben Kaltsteher. Wo? Was ist denn mit der Frau passiert? Wurde erschossen. Na, man hat sie gleich gefunden. Deswegen keine Entwesung, nur Desinfektion und Reinigung. Und der Täter? Noch flüchtig. Mach dir mal nicht ins Hemd. Ist längst über alle Berge.
Was ist denn los mit dir? Was soll denn los sein? Weiß ich nicht, dann musst du mir doch sagen. Manchmal guckt mich deine Frau so an. Ja, aber sie ahnt nichts. Ist selber fast vergessen. Sehr charmant. Ich hab's natürlich nicht vergessen, aber jetzt gehörst du eben zur Familie. Leute, Leute. Apartment 506. Hier. Okay. Herr Sonnenberg. So, was stinkt denn hier so? Ich hab dir doch gesagt, du sollst den Kollegen nicht immer meinen Wagen leihen. Inzwischen schmeißt hier jeder seinen Scheiß drauf. So, Schlüssel machst du im Briefkasten? Okay. Maler, komm am Montag. Lässt mir das Gas noch da? Schutzanzug? Meldest dich, ja? Ich hol dich. Tschüss. Was machen Sie hier? Ich habe Sie was gefragt. Ich komme von der Hausverwaltung. Warum schnüffeln Sie hier rum? Ich schnüffel nicht rum. Ich brauche den Stuhl. Ich muss den Rauchmelder austauschen. Können Sie sich ausweisen? Was glauben Sie, was in meinem Ausweis drinsteht? Darf Steckdosen reparieren? Kommen Sie. Es ist Samstag, ich will auch nach Hause. Sie können ruhig schon anfangen, ich bin gleich fertig. Wahrscheinlich erschossen und an der Wand runtergerutscht. Woher wollen Sie denn das wissen? Ich guck Fernsehen. Das ist wohl kein Job für eine schöne Frau. Warum machen Sie sowas? Weil ich es kann. Keine Angst vor den Toten? Ja, vor den Lebenden. So. So, das war's auch schon. Bleiben Sie, wo Sie sind. Was hat das denn? Das Magnesiumphosphid würde ich nicht einatmen. Hören Sie, ich steige jetzt von dem Stuhl und dann sehen Sie mich nicht wieder. Sie bleiben, wo Sie sind! Das hat doch alles nichts mit Ihnen zu tun.
Die melden sich, sobald sie eine Spur von dem Kerl haben. Es tut mir wirklich leid. Ich hätte dich da nicht alleine reingehen lassen dürfen. Soll ich die nach Hause fahren? Hier. Was ist das? Das ist meine Akte. Kinderheim Juri Gagarin. Das ist das Heim, in dem ich groß geworden bin. Wo hast du die her? Die lag da in der Wohnung. Keine Ahnung, wie die da hingekommen ist. Das Mädchen auf dem Foto bist aber nicht du. Aber das ist mein Name. Judith Kepler, Kinderheim Sassnitz, stimmt auch. Der Kerl hat die in der Hand gehabt, als ich in die Wohnung gekommen bin. Wer ist dann das Mädchen auf dem Foto? Die Tote, die Sie suchen, die ist hier gestern eingeliefert worden. Ich muss sie unbedingt sehen. Verwandt? Ja. Nein, sie war eine gute Freundin. Na dann? Wir sind gemeinsam im Heim aufgewachsen. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Würde das vielleicht reichen? Ich kann mir da einen Haufen Ärger einhandeln. Sie können sich aber auch einen Haufen Taschengeld damit verdienen. Nur kurz, ja? Das ist die Frau. Also ich meine, die langen braunen Haare, die Gesichtszüge. Ich habe die Frau schon mal gesehen. Die Frau? Die hat gestern Abend bei mir geklingelt. Ja gut, das kann aber auch ein Zufall sein. Die wollte mit mir reden. Ein paar Stunden später ist sie tot. Meine Akte liegt in ihrer Wohnung. Was soll daran ein Zufall sein? Angenommen, der Kerl hat die Frau umgebracht. Warum ist er dann zurückgekommen? Keine Ahnung. Der hat irgendwas im Rauchmelder gesucht. Die Steckdosen waren auch aus der Wand gerissen. Falls das Mädchen im selben Heim war wie du, dann musst du sie doch irgendwie kennen. Ich kann mich nicht erinnern. Pass auf, sie ist genauso alt wie du. Das heißt, sie könnte auch zur selben Zeit bei dir im Heim... Ich kenne sie aber nicht. Was ist, wenn er mich gemeint hat? Wenn er eine Judith Kepler töten wollte und diese Frau nur sterben musste, weil sie meinen Namen trug. Vielleicht hat sie geahnt, dass sie bedroht wurde und wollte mich deshalb sprechen. Wir sollten zur Polizei gehen. Vielleicht gibt es in Sassnitz jemand, der weiß, wer Christina Sonnenberg war. Wer denn? Meine Heimatzieherin. Sie heißt Martha Jonas. Sag mal, kann ich morgen frei haben? Machen Sie sich doch Licht. Nicht, dass Ihnen etwas passiert. Danke. Schönen Abend.
etwas, das Ihnen nicht gehört. Geben Sie es mir und wir lassen Sie in Ruhe. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Warum sind Sie nicht ehrlich zu mir? Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Geben Sie mir, was Christina Sonnenberg Ihnen anvertraut hat. Bitte. Hey, hat einer von euch eine Ahnung, wie man ein Auto knackt? Ich habe den Schlüssel stecken lassen. Ja, und was springt für uns dabei raus? Noni? Oh, yeah. Das ist schon mal leichter Geld verdienen. Unglaublich. Das sind wir ein. Ich kann sie schon riechen. So, zeig mal, was du kannst. Oi, die ist okay. Ja auch. Was ist das denn passiert? Ja, da ist es. Tschüss. Komm, hey, hey, komm. Wir hauen ab. Welches Interesse habt ihr an Christina Sonnenberg? Sonnenberg? Die ist doch seit der Sache in Sassnitz tot. Nein, sie ist gestern hier in Berlin erschossen worden. Der BND geht davon aus, dass sie vor 25 Jahren liquidiert wurde. Und trotzdem habt ihr ihre Wohnung verwanzt. Solche Kameras benutzt ihr doch. Wir und einige andere. Und du hast nichts davon gewusst. Vielleicht ist mein Nachfolger für die Kollegen bereits wichtiger als ich. Die können es kaum erwarten, dass ich meinen Stuhl räume. In 3 Monaten bin ich Sicherheitsberater des Kanzleramtes. Gratuliere. Ich höre mich beim Haus um. Danke. Was wolltest du in der Wohnung von Christina Sonnenberg? Ich war mit ihr verabredet, aber sie ist nicht gekommen. Sie hat mich vor ein paar Wochen kontaktiert und mir die Rosenholz-Dateien angeboten. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Sie hat sich an mich gewandt, weil sie wusste, dass der BND und ich keine Freunde mehr sind. Sie hat eins meiner Bücher gelesen. Die Filme interessieren heute keinen mehr. Trotzdem hat jemand Christina Sonnenberg dafür erschossen. Und hast du sie jetzt? Nein. Aber ich habe eine leise Ahnung, wer sie haben könnte. Taschner? Ich brauche mal eine Handyordnung. Du weißt doch, dass ich sowas nicht mehr für dich mache. Seit deinem letzten Buch über den BND wünschen dir ein paar Leute dringend die Pest an den Hals. Du doch nicht. Lass mich doch lieb. Ich schick dir die Nummer. Die Frau arbeitet bei einer Firma Dombrowski. Sieh zu, was du über sie rausbringen kannst, ja? Yeah.
18, 19, 20, ich komme. Hallo. Hallo. Du musst keine Angst haben. Ich heiße Judith. Ich heiße Chantal. Wir spielen hier nur. Es gibt doch viel schönere Orte zum Spielen. Den Strand zum Beispiel. Ist doch egal. Wo bleibst du denn? Hallo. Hallo. Wisst ihr denn, was das hier mal war? Ich habe Kinderferien gemacht. Wer sagt das? Meine Eltern. Die Kinder waren aber nicht freiwillig hier. Und wer hat sie dazu gezwungen? Ist gar nicht so einfach. Wisst ihr, was ein Staat ist? Ein Land? Fast. Das sind wir alle. Und wir alle haben die Kinder hier eingesperrt? Nein. Nur die, die damals geglaubt haben, zu wissen, was für alle gut ist. Was machst du denn hier? Ich suche jemanden. Wen denn? Eine Frau, die damals hier gearbeitet hat. Sie hat mich großgezogen. Ist das deine Mutter? Nein. Und wo ist deine Mutter? Die suche ich auch. Tschüss. Tschüss. Ich weiß, wo die jetzt wohnen. Wer? Die früher hier gearbeitet haben. Das ist die Mailbox von Rüdiger Dombrowski. Nachrichten von dem Mieter. Hallo, Rüdiger. Du, ich glaube, ich habe Martha Jonas gefunden. Sie ist in einem Seniorenheim in Sassnitz. Guten Tag. Ich bin auf der Suche nach einer Dame, die hier lebt. Ihr Name ist Martha Jonas. Darf ich noch einmal nach dem Namen fragen? Martha Jonas. Ich meine Ihren Namen. Mein Name ist Judith Kepler. Wie sind Sie hier reingekommen? Das Tor war offen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll ich denn sonst hier reingekommen sein? Kommen Sie. Bitte. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Den habe ich nicht dabei. Hören Sie, ich will nur eine Bekannte besuchen, mehr nicht. Woher kennen Sie Frau Jonas? Ich war hier in Sassnitz im Heim. Sie sind eine Gagarin? Ja. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Frau Jonas bekommt nie Besuch von ihren Kindern. Wie schade. Sie war wie eine Mutter für mich. Kommen Sie morgen wieder, dann ist der Doktor da. Er genehmigt alle Besuche. Warum? Es haben sich hier schon Leute eingeschlichen und unsere Gäste beleidigt. Sogenannte Opfer, Sie verstehen. Wer kann sich denn schon für eine Erzieherin aus dem Heim interessieren? Wir haben auch weitaus prominentere Gäste. Ich bringe Sie raus. Wie schade. Morgen bin ich nicht mehr da. Können Sie sie wenigstens von mir grüßen? Ich bin nur auf der Durchreise. 5 Minuten. Frau Jonas. Frau Jonas, können Sie mich hören? Ich bin's, Judith. Judith Kepler.
Und Schwester Reinhold? Weiß ich nicht. Sie haben dich mitten in der Nacht gebracht. Das dürfen Sie nicht. Wollen wir uns jetzt vorschreiben, was wir tun dürfen und was nicht, Genossin Jonas? Dann haben Sie die kleine Judith mitgenommen. Komm, habe ich gesagt, und dich zu ihrem Bett gebracht. Was ist mit dem anderen Mädchen passiert? Weiß ich nicht. Er durfte solche Fragen da nicht stellen. Du hast für sie bei uns gelebt. Vor ein paar Monaten ist sie auch zurückgekommen hierher. Zu mir, so wie du. Ich hab ihr die Akte gegeben. Ihre Heimakte. Ich hatte sie all die Jahre versteckt, damit die ganze Schweinerei endlich ans Licht kommt. Ich hab nicht den Mut gehabt, euch zu schützen. Ich hab nicht den Mut gehabt. Warum kann ich mich denn nicht erinnern? Wo ist sie? Judith Kepler. Merzi hat mir Bescheid gesagt, dass sie hier ist. Suche eine Frau namens Sonnenberg. Irene Sonnenberg. Geben Sie Frau Jonas Ihren Spritzer. Okay. Ich wusste, dass das eines Tages passiert. Wer sind Sie? Ich heiße Quirin Kasalay. Wie haben Sie mich gefunden? Ihr Handy. Es reicht, wenn Sie die Karte rausnehmen. Sie haben die Frau in Berlin getötet. Ach, reden Sie doch nicht so ein Blödsinn. Was haben Sie dann in Ihrer Wohnung gemacht? Ich hatte Angst, dass ihr was zugestoßen ist. Sie hatten Angst? Deshalb haben Sie Ihre Sachen durchwühlt und den Rauchmelder auseinandergenommen. Da war eine Kamera drin. In den Steckdosen übrigens auch. Christina Sonnenberg wurde überwacht. Wahrscheinlich von den Leuten, die sie getötet haben. Warum wissen Sie das, wenn Sie damit nichts zu tun haben? Woher kennen Sie sich so gut aus? Ich war ein paar Jahre beim BND. Aber wir haben uns in gegenseitigem Einvernehmen getrennt. Das ist schon lange her. Was wollen Sie von mir? Sie haben was, was ich suche. Das hat Ihr Kollege auch gesagt. Was?
Was denn für ein Kollege? Genauso einer wie Sie, der plötzlich aus dem Nichts auftaucht und einem Angst machen will. Ich will Ihnen keine Angst machen. Das hat sich in der Wohnung von Christina Sonnenberg ganz anders angefühlt. Ich glaube, wir beide, Sie und ich, wir haben die gleichen Interessen. Ganz sicher nicht. Lassen Sie mich trotzdem einen Blick in Ihre Sachen werfen. Warum sollte ich das tun? Weil ich glaube, dass Sie gar nicht wissen, was alle bei Ihnen suchen. Was wäre? Es ist besser, wenn ich Ihnen das nicht sage. Verarschen kann ich mich allein. Wenn Sie mir helfen, das zu finden, was ich suche, dann helfe ich Ihnen. Sie sind doch wegen Christina Sonnenberg hierher gekommen. Christina Sonnenberg hieß eigentlich Judith Kepler. Genau wie Sie. Ja, ich habe die Heimakte aus der Wohnung auch gelesen. Bleibt die Frage, wie lautet Ihr wirklicher Name? Sagen Sie mal, was stinkt hier eigentlich so? Erinnerungen von Toten, wir reinigen Ihre Wohnung. Sind das die Sachen aus der Wohnung von der Sonnenberg? Dazu bin ich ja nicht mehr gekommen. Daran sollten Sie sich erinnern. Sie haben mir ja fast den Kehlkopf zertrümmert. Na, wenn ich das gewollt hätte, wären Sie jetzt nicht hier. Und damit ist unsere gemeinsame Reise beendet. Im Gegenteil, sie fängt gerade erst an. Wollen Sie mich als Geisel nehmen? Ich will Sie beschützen. Sie haben doch überhaupt keine Ahnung, mit was für Leuten Sie sich da eingelassen haben. Die werden Sie erst töten und dann Ihre Sachen durchwühlen. Die Leiche von Christina Sonnenberg wird nach Malmö überführt. Wenn eine Frau sie dort abholt, könnte das ihre Mutter sein. Die nächste Fähre nach Schweden geht morgen früh. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit. Verraten Sie mir, was Sie in meinen Sachen gesucht haben? Keine gute Antwort, wenn Sie wollen, dass ich Ihnen vertraue. Es geht um eine Sache, die schon lange zurückliegt. Sie haben was versiebt. Kommen Sie im beiderseitigen Einvernehmen. Deutlicher geht's doch gar nicht. Die haben Sie rausgeschmissen. Ich habe eine Operation geleitet, die schiefgelaufen ist. Warum wurde das nicht unter den Teppich gekehrt? Das machen die doch sonst auch. Man hat mich zum Sündenbock gemacht. Sie erwarten jetzt nicht mehr im Mitleid. Dass diese Leute keine Moral haben, das sollten Sie ja wissen. Menschen, die damit ihr Geld verdienen, andere zu belügen, das können keine guten Menschen sein. Und danach? Haben Sie ehrlich für Ihr Geld gearbeitet? Ich habe Bücher geschrieben und Artikel für Zeitungen. Worüber haben Sie denn geschrieben? Über die Machenschaften von Geheimdiensten. Ich erwarte keinen Applaus. Bekommen Sie auch nicht. Es geht um Mikrofilme. Christina Sonnenberg hat sie mir angeboten. Mikrofilme mit den Klarnamen von 300 DDR-Agenten in der Bundesrepublik. Ich habe gedacht, dass Sie die jetzt haben. Das ist nicht Ihr Ernst. In der Wohnung konnte ich sie nicht finden. Diese Frau musste sterben wegen ein paar Stasi-Spitzeln, für die sich kein Schwein mehr interessiert? Einige von denen werden heute in Führungspositionen von Politik und Wirtschaft vermutet. Die würden alles tun, um nicht enttarnt zu werden. Und was hat das Ganze mit mir zu tun? Mitte der 80er Jahre sollten die Filme bei einer Republikflucht von der DDR in die Bundesrepublik geschmuggelt werden. Die Republikflucht ist die Sache, die Sie versiebt haben? Ja. Bis vor ein paar Tagen habe ich angenommen, dass die beiden Flüchtlinge dabei getötet wurden. Jetzt? Jetzt glaube ich,
dass eine der Toten vor mir steht. Steigen Sie ein. Kommen Sie. Ich weiß, dass das alles ein Schock für Sie ist. Ein Scheiß, wissen Sie. Ach, nun kommen Sie doch, steigen Sie ein. Ich will mit Ihnen reden. Ihre Mutter hieß Irene Sonnenberg. Sie war Fotolaborantin. So ist sie auch in Kontakt mit den Filmen gekommen. Sie hat einfach Kopien gezogen. Sie wollte in den Westen. Aber auf legale Weise hatte sie keine Chance, die DDR zu verlassen. Also bot sie dem BND die Liste der Agenten an. Wir sollten ihr dafür bei der Flucht helfen. Sie hat den Zug von Ost-Berlin nach Sassnitz genommen. Dort wollte ich ihr gefälschte Pässe zustecken lassen, mit denen sie nach Schweden hätte ausreisen können. Eigentlich keine komplizierte Sache. Haben Sie sich das ausgedacht? Ja. Ich war der operative Leiter. Und was ist schiefgegangen? Ich glaube, dass wir verraten wurden. Der Schaffner im Zug war einer unserer Agenten. Er sollte ihr die Pässe übergeben, aber als er endlich an sie herangekommen war, hat ihre Mutter plötzlich die Grenzpolizei gerufen. Ich kapiere das bis heute nicht. Wir haben damals angenommen, dass sie danach liquidiert wurde. Lassen Sie uns hoffen, dass sie auch noch lebt. Sie dürfen auf keinen Fall Ihr eigenes Handy benutzen. Wir kommunizieren nur noch über die schwedischen Telefone. Nach jedem Anruf eine neue Nummer. Ist das nicht ein bisschen manisch? Wollen Sie überleben? Waren Sie gut in Ihrem Job? Nicht gut genug. Sonst hätte ich Sie und Ihre Mutter sicher in den Westen gebracht. Hallo. Schön, dass du da bist. Das ist Judith. Sophie Olsson. Nett, Sie kennenzulernen. Du hättest anrufen sollen. Mach dir keine Umstände. Wir brauchen nur ein Doppelzimmer. Ich nehme Einzelzimmer. Wir nehmen das Doppelzimmer.
Keine Angst, ich schlafe im Sessel. Sie waren wohl schon oft hier. Nach meiner Suspendierung sehr oft. Ich wollte einfach nicht akzeptieren, dass Irene Sonnenberg wirklich tot ist. Kann ich auch ein Telefonat finden? Sagen Sie niemandem, wo Sie sind. Egal, mit wem Sie telefonieren. Judith, wo bist du verdammt nochmal? Ich habe versucht, dich zu erreichen, aber dein Handy ist immer auf aus. Ich bin in Schweden. Was machst denn du in Schweden? Kann ich dir nicht sagen, aber es geht mir gut. Es geht dir gut? Sag mal, bist du jetzt völlig durchgeknallt oder was? Du bist überfallen worden. In die Firma wurde eingebrochen. Und bitte sag mir, in was für eine Sache bist du da reingerutscht? Wann ist das passiert? Heute Nacht. Wir haben alles auf den Kopf gestellt, haben deinen Spind durchsucht. Judith, ich mach mir Sorgen. Wie kann ich dich erreichen? Gar nicht. Ich melde mich wieder. Judith, es ist wahrscheinlich müßig, Sie zu fragen, mit wem Sie gesprochen haben. Mit deinem Freund. Und Sie? Ich hole uns was zu essen. So eine Flasche hier. Ein Vermögen. Das bin ich Ihnen wert. Was haben Sie eigentlich in dem Seniorenheim gesucht? Senioren. Sie wissen doch, was für Leute da ihren Lebensabend verbringen. Warum sollte das Gelände sonst von Hunden bewacht werden? Meinen Sie, das war in der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik anders? Was glauben Sie, wo die ganzen alten Nazis und SS-Leute abgetaucht sind? In dem Verein, für den Sie früher mal gearbeitet haben. Ich habe die Frau gesucht, die mich im Kinderheim aufgezogen hat. Juri Gagarin. Kennen Sie Juri Gagarin? Als Kind habe ich oft davon geträumt, Kosmonaut zu werden. Viele von uns haben davon geträumt, aber wir waren keine Helden. Wir waren nur Dreck. Deine Mutter ist eine, die es mit Männern für Geld macht, haben sie mir gesagt. Dein Vater, ein Dreier. Die wollten nämlich ein Stückchen Würde lassen. Wissen Sie, wie es in solchen Heimen zuging? Die hatten einen Spezialkeller. Wer nicht gespurt hat, bekam da auf die Fresse. Da waren die sehr einfallsreich. Mit 12 bin ich dann abgehauen. Ein paar Jahre keinen festen Wohnsitz. Alkohol. Zeitlang Drogen. Dann habe ich Rüdiger Dombrowski kennengelernt. Die Reinigungsfirma. Ich weiß, wer er ist. Oh, Entschuldigung. Ich vergaß, Sie wissen ja viel mehr von mir als ich von Ihnen. Haben Sie denn gar keine Erinnerung an Ihre Mutter? Ich meine, Sie müssen doch mindestens 8 Jahre alt gewesen sein. Die haben mir Medikamente gegeben. Wissen Sie, wie das ist, wenn man sich an gar nichts erinnern kann? Als hätte man einfach kein Leben. Haben Sie das auch gemacht? Menschen etwas gegeben und dann ihr Leben weggenommen.
ihnen zu helfen. Sie sind hier, weil sie Scheiße gebaut haben. Wäre das damals nicht passiert, dann hätte man ihnen einen fetten Orden an die Brust geheftet und sie würden sich heute nicht einen Scheiß für mich interessieren. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich von mir? Dass ich mich entschuldige für alles, was Ihnen zugestoßen ist? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ihre Mutter wollte in den Westen. Sie hat sie in Gefahr gebracht. Meine Mutter hat Ihnen vertraut, dass Sie sie beschützen. Das haben wir auch versucht. Ihr habt euch doch nur für die Mikrofilme interessiert. Für diese scheiß Mikrofilme, genau wie jetzt. Menschen interessieren euch doch einen Scheiß. Haben Sie sich mal gefragt, warum Ihre Mutter Sie in der DDR zurückgelassen hat? Und wenn sie nach Schweden fliehen konnte, warum hat sie dann nie nach Ihnen gesucht? Ja, hatte sie vielleicht einen Deal mit der Stasi? Das reicht! Mussten Sie ins Heim, damit Ihre Mutter frei leben konnte? Taschner? Ich brauche mal deine Hilfe. Nein. Die Leiche einer Christina Sonnenberg wurde in Malmö abgeholt. Der Zoll will nicht damit rausrücken, wohin sie überführt wurde. Stöber doch mal ein bisschen in deren Computer rum. Ich weiß nicht, warum ich mich immer von dir bequatschen lasse. Ja, nicht schon wieder. Mach schon. Pfarrhaus Mölle. Das war das letzte Mal. Hörst du? Ruf mich nie wieder an. Danke. Können Sie die Nummer orten? Mölle. Das ist eine kleine Stadt an der Küste. Vielleicht kann uns der Pfarrer da die Adresse ihrer Mutter sagen. Was ist denn los? Ich denke, Sie arbeiten nicht mehr für den BND. Warum bittest du nicht mich um Hilfe? Dann könnte der Kollege den Job behalten. Quirin? Wer ist da? Und wer sind Sie? Tullgatan 3. Schauen Sie auf die Karte. Wir sind nicht die Ersten, die nach der Adresse gefragt haben. Oh! Oh.
können Sie mich verstehen? Sagen Sie mir, wo die Filme sind. Ich weiß es nicht. Wo sind die Filme? Nein. Ich weiß es nicht. Wo sind die Filme? Wo sind die Filme? Ich weiß es nicht. Machen Sie auf. Kommen Sie. Wir müssen hier weg. Was ist passiert? Ganz ruhig. Wir haben nicht einbeweist, dass diese Frau Ihre Mutter ist. Was haben Sie alles angefasst? Ne? Konzentrieren Sie sich. Haben Sie die da im Arm gehabt? Wir haben die Stelle auf der Karte gefunden. Ja, wir werden rechtzeitig da sein. Sag mal, ist das Foto bei dir angekommen? Gut, bis gleich. Wir werden abgeholt. Beeilen. Die schwedische Polizei hat euch zur Fahndung ausgeschrieben. Auf legalem Wege könnt ihr das Land nicht mehr verlassen. Kommen Sie. Mit meiner Waffe ist geschossen worden, aber nicht von uns. Ist sie registriert? Klar. Ich kümmere mich drum. Danke. Frau Sonnenberg, ich habe das Foto der Toten erkennungsdienstlich behandeln lassen. Diese Frau ist nicht ihre Mutter. Ihr Name ist Marianne Kepler und sie stammt aus Sassnitz und hat im Hotel Rügen als Prostituierte gearbeitet. Wir werden nicht aufgeben, bevor wir ihre wirkliche Mutter gefunden haben. Habt ihr die Filme? Bist du deshalb persönlich gekommen? Wegen der Filme? Ich bin gekommen, um euch hier rauszuholen. War das einer von deinen Leuten, der uns überfallen hat? Bist du verrückt geworden? Der hat doch auch nach den Filmen gesucht, genau wie du. Ich versuche dir gerade den Arsch zu retten. Das hast du schon mal behauptet damals, nach Sassnitz. Ich riskiere hier heute meinen Kopf für euch. Komisch, das ist genau das, was mich so irritiert. Du hast doch noch nie deinen Kopf für andere riskiert. Deshalb bist du auch so weit nach oben gekommen.
Weißt du, was dich nachsaßen jetzt wirklich den Job gekostet hat? Dein verdammtes Misstrauen. Du hast gegen alle geschossen, die an der Operation beteiligt waren. Der Maulwurf, der uns verraten hat. Das ist nicht Lache. Den hast du dir nur eingeredet, um dich von der Schuld reinzuwaschen. Was glaubst du, wie weit du kommst? Sie werden euch jagen, egal wo ihr seid. Die schwedische und die deutsche Polizei. Kommen Sie. Warum bist du nicht mitgeflogen? Warum sollte ich ihm vertrauen, wenn du ihm nicht vertraust? Nur fürs Protokoll. Warum vertraust du ihm nicht? Er hat dich Frau Sandberg genannt. Und ich frage mich, woher er weiß, dass das dein wirklicher Name ist. Ich habe alles für euch geklärt. Danke. Fahr für ein paar Tage zu deiner Familie in den Norden. Diese Leute werden dein Hotel auf den Kopf stellen, aber danach bist du für sie nicht mehr interessant. Und für dich? Wenn das vorbei ist, komme ich wieder. Als Freund? Magst du sie? Ach, vergiss es, dass ich das gefragt habe. Du, ich muss los. Auf Jakob ist 100% Verlass. Aber es singt mir sehr gern. Wem kann Segler verhüttern bin? Wem kann verhüttern hoch? Wem kann Siljas von Wänden sehen? Hüttern aus Das ist das erste Mal, dass ich dich lächeln sehe. Wer war der Mann im Hubschrauber? Er leitet eine der wichtigsten Abteilungen im BND. Hat ihr mal Freunde? In der Branche gibt es sowas wie Freundschaft nicht. Höchstens zeitweise gemeinsame Interessen. Du vertraust niemandem. Das lernt man in dem Job so. Warum machst du das? Warum jagst du diesen Film hinterher? Vielleicht finde ich auf ihn den Namen des Mannes, der damals Sassnitz verraten hat. Gab's den denn wirklich? Ich bin mir sicher. Wenn es ihn nicht gab, dann bist du schuld an dem, was meiner Mutter und mir passiert ist. Darum geht's dir doch, herauszufinden, ob das so war. Was ist denn wohl das Ende unserer Reise? Deine Entscheidung. Ich glaube nicht, dass ich noch eine Entscheidung habe. Du kannst dich in Deutschland der Polizei stellen. Dann werde ich natürlich für dich aussagen. Mit etwas Glück können wir beweisen, dass du Marianne Kepler nicht erschossen hast. Wir können aber auch in Sassnitz noch mal von vorn anfangen. Irgendjemand in diesem Hotel muss sich doch an Marianne Kepler erinnern. Wenn wir jetzt weitermachen, hast du die Chance auf ein normales Leben. Die Überwachungskameras am Hafen in Malmö haben nichts ergeben. Die beiden sind wie vom Erdboden verschluckt. Ja.
kommt. Guten Abend. Was trinken Sie? Alles über 40%. Guten Abend. Unter oder über 40? Eindeutig drüber. Aber er ist trotzdem noch ein appetitliches Kerlchen. Kriege ich ein Bier? Sagen Sie, wie lange arbeiten Sie schon hier? 30 Jahre. Im Herbst habe ich Jubiläum. Ich bin auch aus Sassnitz. Hab Sie hier noch nie gesehen. War nicht lange da. Nach der Wende weggegangen? Nicht genug Arbeit. Ich wäre auch gern weg. Aber die Liebe. Hat sich's gelohnt? Er hat sich vor 5 Jahren aus dem Staub gemacht. Nicht schön. Vor allem für ihn. Er ist gestorben. Er kommt gleich. Einen nehme ich noch. Erinnern Sie sich an Marianne Kepler? Klar. Die hat Mitte der 80er hier gearbeitet. Als Gästebetreuerin. Kannten Sie die Kepler? Flüchtig. Damals haben die Mädchen einiges gemacht für eine Westjeans aus dem Intershop. Für eine Jeans? Na klar, so eine wollte doch jeder haben. Aber die Kepler hat sich nicht nur von den Kerlen bezahlen lassen. Von wem sonst noch? Die meisten Frauen vor diesem Tresen haben für die Stasi gearbeitet. Der ist auch nicht aus dem Osten? Und er glaubt auch, dass Frauen aus Liebe mit Männern ins Bett gehen. Ich lasse ihn in dem glauben. Ich habe meinem auch immer geschworen, dass er mit 50 noch wie Ende 20 aussieht. Die Kepler war beliebt bei den Gästen. Hat Umsatz gemacht. Ich glaube, die hat eine Menge Informationen weitergeleitet. Ist Ihr Führungsoffizier hier irgendwann mal aufgetaucht? Um Gottes Willen, nein. Der kennt sich ja doch aus. Naja, was man so in Zeitungen liest. Irgendwann ist die Kepler dann schwanger geworden. Aber das Kind hat sie nie bekommen. Danke. Wenn Sie mich fragen, hat die Stasi es ja weggenommen und in ein Heim gesteckt. War doch ein beliebtes Druckmittel, wenn die ein Mädchen auf Linie halten wollten. Irgendwann ist die Kepler dann einfach verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Ich bin übrigens die Gabi. Christina. Und du? Querin. Hätte ich aber ein bisschen mehr erwartet. Prost. Prost. Wissen Sie vielleicht noch, wie der Führungsoffizier hieß, der Marianne Kepler? Um Gottes Willen, nein. Wir haben so nie ihren Namen genannt. Schade. Aber heute weiß ich, wie er heißt. Wenn dieser Dr. Mattes sich damals wirklich gegen die kleine Judith Kepler austauschen ließ, dann steckt er vielleicht hinter dem Mord in Berlin. Und dann hat er vielleicht auch die Filme. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass er weiß, was mit deiner Mutter passiert ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie sie aussah. Sie roch immer nach dieser Creme, die im Osten alle hatten. Wir haben noch keinen Beweis, dass sie wirklich tot ist. Dann hätte ich wenigstens ihr Grab. Stinkt alles. Ich sehe mich mal beim Seniorenheim um. Bleib du in der Nähe des Wagens. Ja. Thank you.
Mailbox von Quirin Kaserlei. Bitte sprechen Sie nach dem Brief. Was machen Sie hier? Ich suche jemanden, der... Sie hätten nicht kommen sollen, Herr Kaiserlei. Ja, guck nicht so. Hilf mir lieber. Ja, komm! Ja, was ist? Dieses Treffen ist ein Fehler. Der Fehler ist schon vor 25 Jahren passiert. Du hattest dich doch längst damit abgefunden. Das habe ich nie. Sonnenberg, schön, Sie wiederzusehen. Wer sind Sie? Wir kennen uns von früher. Nicht, dass ich wüsste. Aus diesem Grund treffen wir uns ja. Woher kennen Sie meinen Namen? Ich kannte auch Ihre Mutter. Ich war Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Leiter einer Diensteinheit Spionageabwehr. Ich habe Haftbefehle erwirkt, auch den gegen Ihre Mutter. Warum erzählen Sie mir das? Weil wir beide das gleiche Ziel haben. Die Vergangenheit zu begraben. Ich kenne meine Vergangenheit nicht. Aber ich. Erinnern Sie sich nicht an diesen Ort? Sie waren schon mal hier. Da waren Sie noch ein ganz kleines Mädchen. Thank you.
Schlaf noch ein bisschen. Geht gleich weiter. Wer hat meine Mutter verraten? Verrat ist das, was ihre Mutter begehen wollte. Landesverrat sogar. Darauf stand in besonders schweren Fällen damals sogar noch die Todesstrafe. Wo ist meine Mutter jetzt? Lassen Sie mich das erklären. Sagen Sie mir, was mit meiner Mutter passiert ist. Sie verstehen nicht. Ich will Ihnen gerade erklären, warum das damals alles passiert ist. Ich will wissen, wo meine Mutter ist! Sie hören mir jetzt zu! Der Hinweis kam aus Westdeutschland. Ein Agent in leitender Position. Die beste Quelle, die wir je hatten. Wir wussten, dass der Schaffner ihrer Mutter die gefälschten Pässe zustecken sollte. Wir mussten also einen Weg finden, ihre Mutter ohne Aufsehen aus dem Zug zu bringen, bevor er mit ihr Kontakt aufnahm. War das Ihr Plan? Nein, ich hatte einen speziellen Auftrag. Hallo, Irene. Eine Festnahme in Transit. Das wäre damals ein gefundenes Fressen für die Westpresse gewesen. Ein Risiko, das wir auf keinen Fall eingehen durften. Deswegen sollten Marianne Kepler und ihre Tochter unsere Plätze einnehmen. Das war die Idee von Marianne Keplers Führungsoffizier. Dr. Mattes. Er hat damals die ganze Aktion geleitet. Ihre Mutter hat fürs Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet. Haben Sie sich nie Gedanken darüber gemacht, wie sie sonst an die Listen mit den Namen gekommen wäre? Diese Informationen unterlagen der allerhöchsten Sicherheitsstufe. Für Sie war Irene Sonnenberg eine liebende Mutter. Für uns war sie eine Mitarbeiterin, die unser Vertrauen missbraucht hat. Das glaube ich nicht. Weil Sie es nicht glauben wollen. Was wissen Sie denn über Ihr Leben? Nichts. Sie kennen ja nicht mal Ihren Vater. Sie haben nichts außer einer romantisch verklärten Illusion ihrer Mutter. Es reicht. Aha. Du wolltest doch, dass sie alles erfährt. Aber nicht so. Was erfährt? Ach, du hast es ihr noch nicht gesagt. Ihr müsst hier raus. Wir wissen von deiner Flucht. Ihr müsst aus dem Zug, bevor euch der Schaffner die Pässe zusteckt. Irene, noch können sie dir nichts nachweisen. Gib mir die Filme. Ich hatte nie ein gutes Verhältnis zu meiner Tochter. Sie hat mich gehasst, schon als junges Mädchen. Aber ich war immer noch ihr Vater und ich wollte nicht, dass euch was passiert. Das musst du mir glauben. Niemand wollte, dass Ihnen was passiert. Aber Ihre Mutter hat alle verraten. Unser Staat, alle, sogar Ihren eigenen Vater. Schweine. Sie verstehen das nicht. 300 Klarnamen unserer Auslandsagenten. Wissen Sie, was die im Westen damit gemacht hätten? Viele unserer Genossen wären in den Gefängnissen der BRD gelandet. Ihr seid solche Schweine. Die eigene Tochter. Hören Sie auf! Er will Ihnen nur erklären, was passiert ist. Wollen Sie nicht wissen, was mit Ihrer Mutter passiert ist? Kommen Sie. Sie sind den Weg schon einmal gegangen mit Ihrer Mutter. Vor 25 Jahren. Geht bis hinter den Waggon. Wohin gehen wir? Du wirst dir nichts antun. Thank you.
uns jetzt die Filme. Wir werden uns gut um Christina kümmern. Wenn Sie mich jetzt töten, bekommen Sie die Filme nie. Ich habe die Rosenholz-Dateien und ich bin die Einzige, die weiß, wo sie sind. Niemand weiß, wo die Filme sind. Die sind seit Jahren verschwunden. Wegen der Filme habt ihr doch Judith Kepler töten lassen und Marianne Kepler in Schweden erschossen. Was redet ihr da? Wenn die die Scheiße bei der Polizei erzählt, dann... Ja! Was machst du denn hier? Ich dachte, es wäre eine gute Idee, euch nach Schweden nicht aus den Augen zu lassen. Waren in meiner Puppe. Sie waren die ganze Zeit vor eurer Nase. Genossin Sonnenberg, machen Sie doch die Sache nicht noch schlimmer. Geben Sie uns die Filme. Wir sind Ihre einzige Chance, dass Sie aus dieser Sache mit einem blauen Auge herauskommen. Ein paar Jahre Haft. Und dann sind Sie wieder mit Ihrer Tochter zusammen. Mir erfahren Sie gar nichts. Schade. Das Kind bleibt hier. Du bist ganz brav und passt gut auf deine kleine Freundin auf. Bleib hier bei dir. Halt sie doch stehen! Halt! Still bleiben! Schaffen Sie die Leiche weg. Ihre Mutter tut mir leid. Sie ist einfach losgerannt, ich musste schießen. Sonst hätte sie den BND alarmiert. War eine andere Zeit. Es ist gut. Es ist gut, es ist vorbei. Wie hast du mich gefunden? Die beiden haben mich am Seniorenheim überwältigt und ins Auto gesperrt. Und er? Er hat mich aus Mattes Kofferraum befreit. Wir haben Hinweise gefunden, dass diese Leute hinter den Morden stecken. Da habe ich sie überwachen lassen. Was für Hinweise? Je weniger Sie wissen, desto besser ist das für Sie. Wenn Sie die Filme suchen, die sind nicht hier. Und versuchen Sie mir nicht weiszumachen, dass Mattes hinter den Filmen her war. Er wusste noch nicht mal, dass die wieder aufgetaucht sind. Er wusste auch nichts von den Morden in Berlin und Schweden. Und er hat auch nicht den Mann auf uns gehetzt, der uns überfallen hat. Was sollen Sie damit sagen? Woher kannten Sie meinen richtigen Namen? Sie haben mich in Schweden Frau Sonnenberg genannt. Sie konnten gar nicht wissen, dass das mein richtiger Name ist. Kannst du ihr bitte klar machen, dass ich auf eurer Seite stehe? Warum beantwortest du ihre Fragen nicht? Was soll das? Warum haben diese Filme für niemanden mehr eine Bedeutung, außer für Sie? Welchen Wert sollten Sie für mich haben? Metzig hat mir bestätigt, dass die Flucht meiner Mutter verraten wurde. Von einem Agenten der Stasi, der in Westdeutschland eine führende Position hatte. Der beste Mann, den sie je hatten. Für diesen Mann sind die Filme heute noch eine Bedrohung. Hast du damals die Operation in Sassnitz verraten? Du glaubst doch diesen Unsinn nicht. Du stehst gerade vor dem Beginn einer vielleicht großen politischen Karriere. Wenn jetzt dein Name auf dieser Liste auftaucht,
dann kann er die vergessen. Das sind doch nur Hirngespinste. Ihr habt nicht einen Beweis. Was sei denn, Ihr Name steht auf der Liste? Dafür müssten Sie die Filme haben. Haben Sie die Filme? Und wenn? Dann sind Sie nicht hier. Eine tote Frau in Berlin, eine tote Frau in Schweden. Ihr habt einen Haufen Probleme. Ist sie nicht mit deiner Waffe erschossen worden? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie geben mir die Filme und wir vergessen das alles. Ich werde die Verdächtigung gegen euch zerstreuen und wir kehren alle in unser Leben zurück. Schweden hat nicht stattgefunden. Das hier auch nicht. Und die Nacht in Sassnitz ist nur noch eine verblassende Erinnerung. Meine Mutter ist in dieser Nacht gestorben. Sie haben sie hier auf dem Bahnhof erschossen und mich ins Heim gesteckt für verdammte 8 Jahre. Diesmal bestimmen Sie nicht, wo es lang geht. Ich bin sicher, Sie haben sich schon Gedanken gemacht, wie man das Ganze hier unter den Teppich kehrt. Aber mit mir geht es nicht so einfach. Mich haben Sie für den Rest Ihres Lebens im Nacken. Die Filme sind inzwischen an einem sicheren Ort. Sollte mir was passieren, wird die ganze Geschichte sofort veröffentlicht. Ja, ich habe hier mal ein bisschen aufgeräumt. Dombrowski Spezialreinigung. Ich werde nie wieder was finden. Das ist doch gut, dann rufst du mich an und fragst mich. Sag mal die Filme, die ich deinem Anwalt gegeben habe. Hast du nie in den Händen gehabt? Mit was für Leuten hast du dich eingelassen? Die möchtest du nicht kennenlernen. Okay. Willkommen zu Hause. Was sind denn das für Menschen auf den Fotos? Familien. Ganz normale Familien. Das ist deine Mutter. Sie hat schöne Augen.